Hallo, ich heiße Decker. Willkommen zurück auf dem Kanal. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Grundbuch. So, wie der Name schon sagt, geht es beim Grundbuch darum, dass der Baugrund versagt, infolge zu großer Vertikallasten. Ich glaube, am besten gehen wir kurz mal auf YouTube oder so, dann können wir uns ein paar Videos da anschauen und wie es am klar, worum es geht. Ich habe da paar Videos schon vorbereitet. Los, zwei Videos eigentlich. So, also das hier von Maxi M. Max. Okay, also wenn ich das Gesamtvideo anschauen, das müsst ihr jetzt tun, also direkt zum Ziel. Ups. Toll. Die Qualität ist nicht die beste, aber da sieht man eigentlich, da die Lasten einfach zu groß sind, der Boden gerade diese Lasten einfach nicht aufnehmen und man sieht, wie diese Patzen einfach in den Boden grundsätzlich reingehen. Damit die Lasten nicht so konzentriert in den Boden eingeleitet werden, werden diese zusätzlichen Elemente hinzugefügt, um eine gewisse Verbreitung noch der Last zu ermöglichen. Aber selbst dann hat es nicht gereicht. Das werden wir gleich noch sehen, wenn wir uns die Nachweise ein bisschen genauer anschauen. Beziehungsweise je nachdem, welche Theorie wir da anwenden. Ich habe eine bestimmte Theorie, die ich hier vorstellen will. Und da werden wir sehen, dass eine größere Breite des Fundamentes Vorteile bringt. Also es ist nicht schlecht gewesen, das zu erweitern. Das ist sogar der Grund, warum man das macht. Ja, aber hier hat es trotzdem nicht gereicht. Und das dann, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert mit dem Kollegen da drin. So, das Video könnt ihr selbst anschauen. Also nochmal, Maxi M. Max, ich klicke mal da drauf. Hier, Maxi M. Max. Dann könnt ihr auf den Kanal kommen und das Video vollständig anschauen. So, das ist das eine. Das zweite ist von Massimo Müller. Da gibt es auf dem Kanal hier eine gesamte Playlist, wo das Verhalten des Bodens, ich sag mal, nachgespielt wird, bis auf das Video über hydraulischen Grundbruch, glaube ich, wird das Ganze wirklich mit der Hand gemacht. Also, hier gibt es einen Körper und der Autor dann an der Stelle bewegt dann dieses, in dem Fall sagen wir mal, Einzelfundament, beziehungsweise Scheibenfundament, wenn es da in die Tiefe einfach reingeht, mit seiner Hand. Ja, also es wird da nicht von allein gemacht oder so. Es ist schon nachgespielt, sag ich mal. Ja, also hier wird das Fundament mit der Hand von oben einfach nach unten gedrückt. Ja. So, also das hier sollte der Grundbruch sein. Da sieht man ein bisschen, was passiert. Das Fundament geht rein, der Boden links und rechts geht seitlich. Es ist nicht die einzige Versagensform. Es ist die eine davon. Dieses Versagen hier würde ich persönlich eigentlich näher mit Durchstanzen vergleichen, beziehungsweise ich würde es eher Durchstanzen nennen, mehr oder weniger an der Stelle. Also nicht Durchstanzen, also Durchstanzen grob, was das bedeutet, ist eindeutig, würde ich mal sagen, aber ich meine hier nicht Durchstanzen im Sinne vom Stahlbeton oder vom Stahlbau, also Durchstanzen im Bereich der Geodächten, bei Einzelfundamenten.
kann es auftreten. Es gehört auch zu einer Art vom Grundrückversagen an der Stelle. Ich will auch nicht das gesamte Video anschauen. Das gehört mir nicht an der Stelle. Ich gehe dann rüber zu, was hier Kippen genannt wurde. Ups. Ich gehe dann rüber zu, was hier auf dem Kanal Kippen genannt wurde. Ja, es ist Kippen. Ja, aber gleichzeitig kann man das auch mit eigentlich dem tatsächlichen Grundbuch sehen, weil für mich Kippen würde nicht zwangsläufig riesige Bewegungen des Bödens verursachen. Und dann hätten wir da vielleicht eine Schwergewichtsmauer oder einfach eine Verbauwand da, wenn die Bemessungen, also ja, Schwergewichtsmauer, sagen wir mal, wenn die Bemessungen nicht richtig durchgeführt werden mit der Erde, die vielleicht auf dieser Seite hier wäre, wenn das das Ganze wirklich umgibt. Wegen diesen Lasten einfach, wegen diesen destabilisierenden Momente um diesen Punkt hier, ohne zwangsläufig, dass solche riesige Bewegungen hier unten auftreten. Noch etwas, die Bewegungen hier unten sind auch so groß, weil offensichtlich hat der Autor hier das Ganze hier schon einigermaßen locker gemacht. Dann sieht man schon, es wurde schon mehrmals bewegt hier an der Stelle, aber das Ziel ist hier einfach zu zeigen, was passiert. Also jetzt heißt hier Kippen ist auch kippen, aber gleichzeitig würde ich sagen, das ist eigentlich auch eine typische Versagensform beim Grundruhen, das werden wir eigentlich noch sehen. So. Jetzt habe ich schon dramatisch dargestellt, ja, aber da sehen wir hier unterhalb des Fundaments ist noch so ein Dreieck, der Erdreich, der hier recht stand, wird nach oben bewegt, dann so eine Bewegung nach oben. Wir können auch sagen, das ist so ein Widerstandsbereich. Da denkt man sehr schnell am passiven Erdruck. Ansonsten der Teil, der eher die Bewegung durchführt, der Teil, der hier war und der sich eigentlich nach unten bewegt hat, mehr oder weniger. Da denkt man schnell am aktiven Erdruck. Genau, also bei aktiven und passiven Erdruck, es gab diese Vorstellung von okay, die Erde bewegt sich gegen die Wand, beziehungsweise die Erde probiert die Wand wegzuschieben, aktiv. Die Wand bewegt sich in Richtung der Erde, beziehungsweise die Erde probiert die Bewegung der Wand zu verhindern, ja, passiv. Das ist die eine Weise, das zu betrachten. Die andere hat auch mit Bewegungen, die nach unten, beziehungsweise nach oben auftreten. Ich komme mal zurück auf vorne. Ich komme da haben wir es mal alles angesehen und angeschaut, was ich zeigen wollte. Wir gehen jetzt mal zurück. Also ganz kurz noch zu aktiven und passiven Erdung an der Stelle. Also wir haben hier eine Schwergewichtswand vielleicht. Da haben wir die Erde oben. Hier die Erde unten. Also, wenn ich sagen würde, okay, ich belege mir mal, welchen Winkel Theta A wir hier haben, die Rechnung darüber haben wir schon durchgeführt. Das ist die Idee hier. Die Idee ist, dass dieser Erdkeil hier würde probieren, sich nach links zu bewegen. Also grundsätzlich würde probieren, die Wand zu bewegen. Die Idee, nochmal, ist, dass wenn wir hier keine Wand hätten, dann würde dieser Erdkeil natürlich nicht so bleiben, sondern würde einfach so rutschen. Ja, also jetzt gerade dadurch, dass eine Wand da vorhanden ist, ja, will diese Erde weiterhin nach links gehen, beziehungsweise will sich weiterhin nach links bewegen, kann aber nicht direkt dadurch, dass diese Schwergewichtswand dagegen wirkt, ja, aber trotzdem will diese Erde dann die Wand einigermaßen bewegen, also nach links bewegen. Die Wand schiebt dann drückt die, sorry, die Erde hier drückt dann die Wand weg, sodass kleine Bewegungen da auftreten. Wir können, naja, eigentlich je nachdem, welche Bewegung der Wand auftritt, könnte man einen anderen Erddruckansatz verwenden. Also die Idee ist, dass eine kleine Verschiebung da auftritt nach vorne. Die Erde schiebt die Wand weg. Das ist der aktive Erdruck. Auf der anderen Seite, die Erde, die hier vorhanden ist, auf der Seite hier, an der Stelle hier bewegt sich die Wand eher
in die Richtung der Erde, aber nicht weg davon. Also hier bewegt sich die Bahn weg von der, von dieser Erde, ja. Und falls war, hier bewegt sich die Bahn eher in die Richtung der Erde. Und diese Erde hier an der Position 2 würde eher probieren, die Verschiebung dieser Bahn zu verhindern, wegen der von einem passiven Erdruck. Jetzt eine andere Betrachtung derselben Situation ist zu sagen, okay, die Erde hier an der Position 1 will eigentlich nach unten rutschen, also nach rechts, aber auch nach unten, also will sich nach unten bewegen. Und die Wand hier, die Wand 2 hier, die eigentlich widersteht, was würde passieren, wenn diese Wand sich tatsächlich da nach links bewegt? Wenn diese Wand sich tatsächlich nach links bewegt, erfolgt oder erfährt die Wand an der Position 2 eher so eine Art Bewegung nach oben. Das Ganze hier würde sich eher nach oben bewegen. Mit dieser Betrachtung könnte man auch sagen, dass der aktive Erdruck tritt grundsätzlich auf, wenn die Erde sich nach unten bewegt, und der passive Erdruck, wenn die Erde sich eher nach oben bewegt. Das ist eine andere Betrachtung derselben Geschichte. Ja? Aber grob hat es immer noch damit zu tun, dass im aktiven Zustand die Erde wirklich die anderen Elemente sozusagen wegschiebt. Ja? Und dass der Erdruck hier prinzipiell kleiner ist und im passiven Zustand bewegt die Erde eigentlich entgegen der Bewegung, die da auftreten will, und dass der Erdruck an der Stelle eigentlich größer ist als im aktiven Zustand. Gut, das wollte ich da kurz erwähnt haben. Bei der Berechnung dann des Grundbruches, beziehungsweise beim Nachweis des Grundbruches, werden wir die folgenden Situationen haben, oder die folgende Theorie anwenden. Sie basiert auf der Plastizitätstheorie. Also wir werden ein Fundament haben. Das Ganze hier gilt übrigens für manchmal spricht von flachen Fundamenten. Also sie liegen nicht so tief unter der Erde. Ich zeichne es mal so. Und ich setze mal eine Belastung drauf. Ich setze eine allgemeine Belastung drauf, die geneigt ist. Eine ähnliche Bild findet man definitiv in der Norm. Die deutsche Norm dafür ist die GIN 4017 von 2006. Ja, der Monat. Ich habe den Monat nicht direkt im Kopf da. Auf jeden Fall, es ist eine, sag mal, eine relativ alte Norm. Sie gilt aber weiterhin. Wir können, was wir eigentlich auch machen können, ist, wir können im Schneiderbautabell mal gucken, was, also in den Schneiderbautabell ist definitiv auch was dazu vorhanden, ne, gegeben. Im Abschnitt. Im Abschnitt Biotechnik. So, also wir werden unterscheiden zwischen der Wichte des Bodens oberhalb des Fundamentensohles. Also für mich ist das ja diese Fundamentunterkante, Fundamentsohle, ich sag mal Fundamentunterkante, ich nenne es mal so, die Wichte oberhalb. Und die Wichte unterhalb. Die Wichte unterhalb nehmen wir jetzt mal Gamma 2. Und die Bruchfigur, die sich einstellt, hat mit der Exzentrizität der Belastung, die da angreift, Belastung können wir hier von mir aus, können wir die einfach F nennen. Und sie hat einen Anteil normal, also, sorry, rein vertikal, also normal zur, naja, ich wollte sagen, normal zur Grundfläche, ja, aber sagen wir mal, einen senkvertikalen Anteil steht es eigentlich V dann, und einen tangentiellen Anteil, ich will es ruhig D nennen. Vertikal und tangentiell. Naja, man kann auch von vertikal und normal reden.
Hier hätte ich eigentlich auch von normal reden können. Also der Grund, warum ich hier nicht normal, direkt normal benutze, ist, dass diese bei der Sohle, zumindest auf dem unteren Bereich, kann man schon eine gewisse Neigung haben. Deswegen habe ich nicht direkt von normal reden wollen. Aber ja, machen wir es ganz allgemein. So, die Sohle selbst könnte geneigt sein. Aus welchem Grund auch immer. Dann mache ich es so, dass ich die Last nicht hier oben eintrage, sondern dass man die Lasten wirklich bezüglich der Fundamentunterkante bezeichnet. Also, das hier ist dann N, also normal zur Sohle. Ein Anteil D. Tangentiell dazu. Die gesamte Last sei hier geneigt dann. Ich nehme sie von mir aus wieder F. Ein Winkel Delta definiert hier die Neigung der Last bezogen auf die normale. Dieser Winkel Delta, aufpassen, hat auch ein Vorzeichen. Ich schreibe hier plus. Es bedeutet aber nicht, dass Delta positiv in Gegenuhrzeigersinn ist. Nee, das ist nicht, was es bedeutet. Für die Grundbruchfläche, also die Idee bei dem Versagen, das haben wir bei dem zweiten Video mit dem Titel, naja, es ist dort Kippen gesehen, aber es bildet sich so eine Gleitfläche, also hier in gewissen Dreieck, da direkt unterhalb des Fundamentes, dann noch so einen Anrand, so könnte man es zeichnen. Und dazwischen hier eine Art, ich sage jetzt mal Kurve, ja, aber jetzt gerade in der Theorie hat man da sogar eine Exponentialfunktion zu diesem Bereich hier zugewiesen. Also eine Art Spirale wird jetzt dann definiert an der Stelle. So, die gelb markierte Linie hier definiert dann eine Gleitfläche. Eine Gleitfläche, weil das Ganze hier eine dritte Dimension noch hat in die Tiefe. Also alles, was wir hier dastehen. Also dort auch analog. Frag mich gerade, ob ich das richtig machen muss, da in die Tiefe. Okay. Also der Punkt vielleicht erstmal, und dann kann man eventuell noch höher gehen. Also mit der gelben Linie hier bin ich erstmal auf derselben Höhenlage geblieben wie dieser Punkt hier, der Fundamentunterkante. Ich bin nicht bis zur Geländeoberkante gegangen, die ein bisschen höher liegen würde. Prinzipiell. Also dann würde man eigentlich noch höher gehen. Zeichne ich vielleicht in Blau hier. Nur bis zu dem Schnitt da oben. Diesen Weg habe ich eigentlich nicht durchgeführt. Kann man machen. So, ich mache es vielleicht noch dort. Kriegt man vielleicht sowas.
Okay, also es gibt dann noch eine Tiefe, deswegen sage ich dann Gleitfläche. Das heißt, wenn wir dann diese Tiefe halt berücksichtigen, dann wäre, ich sag mal, das alles hier, es geht in die Tiefe, eine Art Gleitfläche. Okay. Gut. Also, um diese Gleitfläche dann zu definieren oder zu zeichnen, sind gewisse Größen dann gegeben, beziehungsweise gewisse Größen sind halt bekannt. Sie sind prinzipiell auch in der DIN 4017 dann gegeben, in Manual A, werden dann die benötigten Informationen da gegeben, um diese Geometrie zu definieren. Also die Strecke hier, das ist der Radius. Ist das S-Bar, der R1 und nicht, muss ich. Was war das? Ist das 1 oder 2? Ja, sollte 2 sein. 1 ist da oben, der sollte 2 sein. Das ist S2 dann, genau wie Gamma 2 ist S2. Der hier ist R1. Ne, Moment. 1. Was ist das überhaupt? Ist das 1? Was war das nochmal? 1. Okay, ich lasse es vielleicht erstmal weg. Es fällt mir gerade nicht ein. Das kommt gleich wieder. Dann bin ich sicher. Moment, Moment, Moment. Ein Winkel Theta 1 ist hier vorhanden, genau. Das hier ist Theta 2. Der andere ist Theta 3. Sehr gut. Okay, also das hier ist R1. Und dieser Radius hier ist S2, also ausgegangen von diesem Punkt. Okay. Und was sagte ich dann vorhin mit Delta? Die Gleitfläche, die ich hier dargestellt habe. Es ist mit der Annahme, dass wir sagen, so rum auftreten will. Okay? Also, dass diese Erde sich so bewegen wird, dass mein Körper hier, egal was es ist, in die Richtung kippen wird, sich so schräg stellen wird und so, wie ich im Video gesehen habe. Okay? Dass wir sagen, muss aber nicht zwangsläufig in diese Richtung auftreten oder in der Weise auftreten. Das heißt, rein theoretisch könnte man sagen, nee, es ist eher. Ein Versagen nach links oder so. So. Nach links wir warten. Okay. Und wenn wir dann sowas haben, was retten wir dann? Sagen wir mal, ich zeige mal dieselbe Last. Ich will sagen, es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Last dieser Art so ein Versagen verursacht. Aber sagen wir mal, ich würde dieselbe Last zeichnen. Wie werden wir dann jetzt Delta definieren? Und darum wollte ich damit. So, also Delta ist dann positiv definiert, wenn die Last so gerichtet ist, also in dieser Art so gerichtet ist, dass sie, ich sag mal, in Richtung der Versagensform mal zeigt. Also die horizontale oder der Tangentialanteil hier zeigt tatsächlich hier in die Richtung, also nach rechts halt. Ja. Beziehungsweise hier sieht man, dass so eine Neigung grundsätzlich tatsächlich so ein Versagen nach rechts verursachen kann, verursachen wird und nicht ein Versagen nach links. Für so eine Neigung ist Delta positiv. Also wenn, also Delta ist nicht einfach positiv, weil es im Gegenuntergesehen steht oder so. Nee, es ist positiv für die Versagensform, die ich hier darstelle. Sollte ich meine Last weiterhin so darstellen und ich untersuche, auf welchen Grund auch immer, dass wir sagen, eher nach links, diese selbe Neigung hier der Last ist hier ein negativen Delta-Wert.
Also grundsätzlich, wenn dieser tangentielle Anteil nicht in dieselbe Richtung auftritt wie die Bodenbewegungsrichtung, sage ich mal so, dann ist diese Neigung der Last negativ. Also man muss sich hier nicht merken, im Gegenurteil sie ist positiv oder im Gegenurteil ist negativ. Nee, es hat nicht direkt damit zu tun, sondern es hat mit der Versagensform an sich zu tun, das wir untersuchen. Also prinzipiell ist das Versagen in zwei Richtungen zu untersuchen. Sowohl so eine Bodenbewegung als auch so eine. Okay. Gut, also so viel zum Vorzeichen von Delta. Jetzt, dass ich es perspektivisch dargestellt habe, sollte ich eigentlich das Ganze hier noch in der Mitte zeichnen. Ich will es aber jetzt nicht bewegen. Ich fühle trotzdem hier eine Zeichnung, die das Ganze ein bisschen besser darstellt. Und jetzt, dass wir das Fundament perspektivisch sehen können, ich werde B hier die Breite nennen. Die Breite hier, B hier ist per Definition kleiner als A, A ist dann die andere Seite. Okay. So, wenn wir dann im Raum sind und unsere Last ist geneigt, unsere Last, die Last F, muss nicht nur in der, lassen wir uns mal ein Koordinatensystem da definieren. Ich sag mal, was will ich da haben? Ich sag X, Y und Z, okay? X, Y und Z, sag ich mal so. Also unsere Last F muss nicht zwangsläufig in der XZ-Ebene sein. Die Last F kann ganz allgemein geneigt sein. Und dafür würde eigentlich ein gutes Bild der Norm passen. Ich will aber nicht, jetzt gerade nicht zwangsläufig in den Norm rein oder in den Schneiderbauer-Tabellen rein. Also eine allgemeine Last, die geneigt ist, eine F-Last oder so, sie ist geneigt und sie ist im Raum wirklich. Also ich sag mal, hier wäre der Luftpunkt aus dieser Last. Dieser Luftpunkt selbst hätte Koordinaten in Y-Richtung und Koordinaten in X-Richtung. Nicht so schön dargestellt. Wenn das hier der Angriffspunkt ist, die Verbindung zwischen diesem Lotpunkt und den an und den, nicht an ja, also den Angriffspunkt genau, wäre dann so eine Verbindung, so eine Linie, die nicht rein in X-Richtung ist, nicht rein in Y-Richtung, sondern wirklich schräg ist. Okay, also wir hätten hier einen, ich sag mal, ein FZ-Einteil, ein FX, wie ist es, FY-Anteil. Und dort den FX-Anteil. Okay? Warum erzähle ich das alles? Delta für uns ist gerade diesen Winkel gewesen. Zwischen der normalen zur Ebene, aufpassen, ich habe gerade eine normale gezeichnet, die rein vertikal ist. Vor eben war aber meine normale schon geneigt, weil meine Sohle jetzt gerade, meine Sohle hier ist schon geneigt. Ja, anyway. Delta ist der Winkel hier zwischen dieser normalen, diesen FZ-Anteil oder NZ-Anteil und der tatsächlichen Kraft. Jetzt selbst auf der Ebene des Fundamentes, also selbst wenn wir diesen blauen Anteil hier berücksichtigen sollten, ja, dieser blaue Anteil ist nichts anderes als Fx plus Fy. Sorry, vektoriell betrachtet. Fx und Fy können wir ruhig noch kennzeichnen, kein Problem. Fx sei dieser Anteil hier auch zu dick. Und Fy sei der da. Naja. Fy. So, an der Stelle hier würde auch noch ein Winkel ins Spiel kommen. Dieser Winkel ist der Winkel zwischen der Längsachse des Fundamentes. Das heißt, falls wir einen rechteckigen Querschnitt haben, die längere Seite hätte dann eine Achse, würde dann eine gewisse Achse definieren. Und zwischen dieser längeren Seite, in dem Fall hier A, und der Kraft,
Und der blaue Graph hier, fx plus fy, also grundsätzlich, das ist die tangentielle Kraft, tangentiell zur Fundament. Ich zeige jetzt gerade an der Fundamentoberkante, aber die gesamten Berechnungen sind eigentlich an der Fundamentunterkante durchzuführen. Ne? Gut, also zwischen dieser Längsachse, ich zeichne die hier mal hier unten in Längsrichtung des Fundamentes hier mit der Voraussetzung, dass A größer ist als B, zwischen dieser Richtung und T, die ist hier unsere blaue Kraft, haben wir einen Winkel Omega. Also zwischen dieser Längsrichtung und T haben wir hier, das hier wäre der Winkel Omega. Okay, ich sag's nur, ich müsste es gesagt haben. Das ist wirklich die Längsachse des Fundamentes hier. Zeichne schon solche Sachen, weil in den Formeln gleich kommen sie alle ins Spiel. So, E1, E2 haben wir schon gesehen, Theta 2, Theta 3, Theta 1 hier, also für diesen Bereich, für diese Spirale hier gibt es auch eine Funktion, eine F-Funktion. Sie ist abhängig von dem Radius, und man würde einen beliebigen Wert einsetzen zwischen E1 und E2, natürlich. Und. Ach, sorry, nee, was erzähle ich? Man würde einen beliebigen Wert einsetzen hier für den Winkel. Also den Winkel würde man da erstmal einsetzen. Der gesamte Winkel hier wird μ genannt. Genau, es gibt auch eine Formel dafür in dem Anhang. Also ich habe eine Berechnung, der kann den Weg mal machen. Okay. Und um die Punkte dieser Spirale hier zu finden, würde man einen beliebigen Winkel einsetzen. Ich sage es, ich müsste Strich heißt es in der Norm. Ja, man würde da einen Winkel müsste Strich einsetzen. Müsste Strich muss dann in dem Bereich, in diesem Bereich hier sein. Ne? Und da gibt es eine Exponentialfunktion, die man benutzt, um den Wert dann des Radius zu finden. Also man hätte den Winkel und den Radius, man könnte dann den Punkt einsetzen und so weiter. Und sobald man genügende Punkte hat, sage ich mal, kann man die Funktion auch zeichnen. Und sehr wichtig nach dieser Figur, beziehungsweise nach dem Zeichnen dieser Figur, ist zu bestimmen, wie tief, wie weit in den Baugrund reicht diese Gleitfläche überhaupt. Also was ist der tiefste Punkt hier? Wie weit kommen wir? Okay. Weil die gesamten Formeln, die wir jetzt schreiben werden, setzen voraus, dass die gesamte Gleitfläche hier in demselben Boden liegt, also in einem homogenen Boden liegt, sodass die Dichte weit immer Gamma 2 ist. Das muss ja in der Realität nicht so der Fall sein. Man könnte eine Bodennische schreiben, die hier vielleicht anfängt, eine andere, die hier anfängt, eine dritte hier, eine vierte und so, sodass man da überall unterschiedliche Bodenschichten hat. Unterschiedliche Dichten, unterschiedliche Reibungswinkel und alles wirklich unterschiedliche Kohäsionswerte und so. Und falls es der Fall ist, dann erlaubt die Norm, eine Berechnung, eine iterative Berechnung durchzuführen, wo die Dichten dann gemittelt werden, die Reibungswinkel gemittelt werden und die Kohäsionswerte auch gemittelt werden, in einer bestimmten Weise, also nicht einfach arithmetisch gemittelt werden, sondern man würde dann bei der Kohäsion, bei dem Reibungswinkel, die Mittelung durchführen, abhängig von den Anteil, von der Länge, zum Beispiel der Gleitfläche der jeweiligen Schicht. Also ich rede mal von Schicht 3 hier. Wir würden dann gucken, okay, in Schicht 3, wie lang ist dann die Gleitfläche im Bereich der Schicht 3 im Vergleich zu der gesamten Länge der Gleitfläche? Also so ein Ratio der Art wird man dann durchführen, um Phi zu bestimmen,
und um C zu bestimmen. Also für den jeweiligen Schichten würde man das dann durchführen, um die Phi und C-Werte, um einen mittleren Phi und mittleren C-Wert zu bestimmen. Für die Wichte würde man eher volumenmäßig vorgehen, aber man würde eher sagen, welche Fläche hat man hier im Bereich 3, wobei mit der Tiefe, die Tiefe, wir nehmen an, dass es in der Tiefe, dass es sich nicht mehr in der Tiefe ändert, das heißt, mit Fläche hier mal Tiefe, warum geht das überhaupt weg? Mit Fläche, oh boy. Mit Fläche mal Tiefe hätten wir das Volumen, und so würden wir dann im Mittelwert durchführen. Also in dem Sinn von Gamma 3 mal Volumen im Bereich 3 plus Gamma 2 mal Volumen im Bereich 2 und so weiter durch das Gesamtvolumen, das meine ich. Und analog vor eben mit Phi und C würde man zum Beispiel sagen, Phi 3 mal Länge im Bereich 3 plus Phi 2 mal Länge im Bereich 2, bla bla bla, durch die Gesamtlänge, also die Gesamt gleich, ich sag mal gleich Linie, aber eigentlich Fläche, weil wir haben noch die Tiefe. Genau, also das erlaubt dann die Norm und selbst diese Mittelung ist in der Norm nur zugelassen, wenn die jeweiligen Werte der unterschiedlichen Schichten von dem arithmetischen Mittelwert nicht von mehr als 5 Grad abweichen. Und da rede ich von dem Reibungswinkel. Also selbst dann, also selbst für diese Mittelung, für diesen iteratives, es ist ein iteratives Verfahren, weil nach den Bestimmungen dieser mittleren Welt würde man dann diese Gleichfläche dann erneut zeichnen, weil die Werte hier alle da hängen eigentlich von Phi. Das habe ich nicht explizit gesagt, aber das ist von Phi abhängig eigentlich. Das ist von Phi abhängig, das ist auch von B abhängig, also wie breit, wie groß das Ganze hier ist. Also es hängt grundsätzlich von Phi ab, die gesamte Geometrie hier. Also wenn man dann einen neuen Phi-Wert bestimmt durch Mittelung, würde man dann diese Figur nochmal zeichnen und erneut rechnen, weil wenn wir eine neue Figur zeichnen mit den Schichten, die wir vorhin hatten, dann hätten wir jetzt in Schicht 3 zum Beispiel, in der Schicht 3, die wir benutzt haben, als Beispiel, hätten wir jetzt vielleicht einen anderen Bereich durch eine neue Zeichnung. Wenn wir jetzt eine neue Figur haben, die vielleicht jetzt so aussieht, was weiß ich, dann hat sich dann die Fläche hier in dem Bereich geändert und so. Und wir würden dann mit diesen neuen Werten, neuen Flächen, neuen Längen, die Reibungswerte, Kohäsionswerte, und, also die, genau, ja, wir würden diese Werte nochmal ermitteln. Und falls sie sich von der vorherigen Welt nicht geändert haben oder so oder nah genug sind, dann würden wir dann sagen, dass wir doch die richtigen Werte hatten. Also das typische Vorgehen bei Iterationsverfahren. Also wie schon gesagt, dieses Iteration dürfte, also darf man laut Norm dann nur durchführen, wenn die Reibungswinkel dann sich aus dem arithmetischen Mittelwert nicht von mehr als 5 Grad unterscheiden. Okay, sonst darf man es nicht mal machen. Laut Norm, okay. In der Realität kann natürlich auftreten, dass die Unterschiede zwischen, also dass die Wertunterschiede zwischen den Schichten größer werden als 5 Grad. Dann muss man, ich sag mal, ingenieurmäßig überlegen, wie man vorgeht. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass der Reibungswinkel, wie wir schon gelernt haben, wie man intuitiv schon verstehen kann aus der Mechanik, dass der Reibungswinkel würde dazu führen, dass wir hier, also entlang dieser Gleichfläche, Widerstände haben, die dieses Versagen verhindern wollen. Okay? Also sollten die Abweichungen größer sein als 5 Grad, dann könnte man die Reibungswinkel einfach kleiner einsetzen. Das wäre dann auf der günstig, also auf der sicheren Seite liegend. Ja, weil die größere Reibungswinkel bedeuten größere Reibungskräfte. Das heißt größere Widerstände grundsätzlich. Also wenn wir die Reibungswinkel dann kleiner einsetzen würden, als sie tatsächlich sind, nur damit die Abweichung von arithmetischen Mittelwert 5 Grad nicht überschreitet, was die Norm gern haben will an der Stelle, dann wären wir auf der sicheren Seite und dann dürfte man dann diese Iteration durchführen.
Genau, also ich zeige hier, wie man die Berechnungen eigentlich mit der Hand machen kann. Es gibt jetzt Programme, die das schon machen. Ne? Ich sag's noch. Gut, so viel dazu erstmal. Also die tatsächliche Formel, wie sieht sie aus? Ich glaube, an der Stelle gehen wir vielleicht zusammen in den Schneiderbordabil. Also, wie machen wir das? Ich öffne einfach die Schneiderbordabil und ich umschreibe die Formel. Beziehungsweise, ich kann sie auch so direkt schreiben. Also, ich bin in den Schneiderbordabil. Abschnitt, Kapitel 11, Geotechnik. Das war der Abschnitt 11, Geotechnik, Kapitel 4, Flachgründungen. Naja, Flächengründung, Flachgründung. Wir da an der Stelle. 4.4, Grundbruchsicherheit. Ah, genau, ich muss auch sagen, dass für den Grundbruch gibt es einen vereinfachten Nachweis. Und die Form, die ich jetzt schreiben will, hat mit dem ausführlichen Nachweis zu tun. Ja, sehr schön. Schneider hat eine etwa andere Darstellung. Es ist aber letztlich dieselbe Formel. Ich schreibe es einfach so. Man müsste zeigen, dass die Kraft, die angreift, kleiner wird als dieser Widerstand hier, das ekg-physische Widerstand. Das ist als Risch. Mal bis Risch, ich erkläre gleich noch, was alles bedeutet. Mal NB plus Gamma 1 mal D mal ND plus C mal NC. So, ich sage schon mal das Folgende. NB hier, ND und NC sind keine Kräfte. Okay, sie sind keine Kräfte. Als Risch bis Risch. Es gibt kein Cis-Risch. D sind Längen. C hier ist die Kohäsion, wie man sie kennt. Also, wie gesagt, zum Beispiel Kilonewton pro Meter Quadrat. Gamma hier ist die Dichte, wie man sie kennt. Ups. Gamma 2 ist auch die Dichte. Gamma 2 ist die Dichte des Bodens. Unterhalb der Fundamente der Kante, das habt ihr gesehen, vorausgesetzt, dass der Boden konstant ist. Ja. Sonst, wenn der Boden nicht konstant ist, würde man diese Mittelung durchführen, die ich erwähnt habe, und den gemittelten Wert würde man dann hier einsetzen. Genau, ich glaube, damit sieht man, dass die Einheiten stimmen, wenn wir das Produkt hier mal berücksichtigen. Da haben wir Fläche mal bis Risch, da ist dann sowas wie Volumen, mal Gamma 2. Gamma 2 ist eine Dichte, also insgesamt kommt eine Kraft raus. NB hier ist einheitslos, wie schon gesagt. Dasselbe kann man durchführen mit als Risch mal bis Risch mal Gamma 1 mal D mal ND. Als Risch mal bis Risch mal D, das ist sowas wie Volumen. Mal Gamma 1, Gamma 1 ist eine Dichte, damit haben wir eine Kraft. Und ND ist einheitslos, also wir haben wirklich eine Kraft. So, last but not least, als Risch mal bis Risch mal N, mal C mal NC. Als Risch mal bis Risch ist eine Fläche, sowas wie eine Fläche. C ist eine Kohäsion, also sowas wie eine Schubspannung, eine Schnellspannung, eine Kraft pro Fläche. Nach diesem Produkt haben wir schon eine Kraft. NC ist einheitslos. Also alles gut. Okay, ich wollte es nur sagen, weil intuitiv, also für mich auch intuitiv, wenn ich NB sehe, ND, NC, ich denke halt an Normalkraft und so. Ich denke, es ist eine Kraft. Es hat aber keine Einheit. So. Gut, was wird hier alles berücksichtigt? Was riecht mal bis richtig? Ich erkläre gleich, was es ist. Die Last, die auf dem Fundament liegt, kann eine gewisse Exzentrizität haben. Sie muss nicht mittig angreifen. Beziehungsweise,
Die Last kann ruhig mittig angreifen, aber als andere Einwirkung gibt es einen Moment. Und die Exzentrizität lässt sich berechnen in der folgenden Weise. Man sagt, okay, wir haben vielleicht hier, also vereinfacht, wir haben ja eine Last in einem gewissen Moment. Eine Last, ich nenne die mal V, einen Moment M. Wo sollte eine resultierende Kraft in die Vertikalrichtung an, also die resultierende Kraft erstmal R, muss gleich F sein, sonst hätten wir kein Gleichgewicht in die vertikale Richtung. Aber wo muss diese resultierende Kraft angreifen, damit wir auch Moment im Gleichgewicht haben? Wenn R hier direkt auf der Bewegungslinie von V stehen würde, dann würde das Ganze umkippen, weil wir hätten kein Gleichgewicht mit M. Also was stattfinden muss, oder die Lage von R muss so versetzt sein, dass wir das Gleichgewicht zwischen R und V behalten, ja, aber dass wir auch eine gewissen, dass das hier ist dann, was wir Exzentrizität nennen, naja, ich weiß, das Deutsch in Schwierigkeiten haben, diesen Wort. Also Exzentrizität, ich schreibe es vielleicht mal hier. Exzentrisch. Ja, jetzt die Frage ist, wie man es auf Deutsch schreibt. Ich schreibe es jetzt mal so. Exzentrizität. Exzentrizität. Ja, also es bedeutet einfach, dass man nicht mittig liegt, sondern es ist eine gewisse Abweichung von Zentrum, von Mittelpunkt. Also in unserem Fall, die Abweichung muss so groß sein, dass R mal E M ausgleicht. Also die Exzentrizität ist dann M durch die resultierende. Und die resultierende muss einfach V sein, damit wir Gleichgewicht in vertikale Richtung haben. Und jetzt, wenn wir dann die unterschiedlichen Richtungen berücksichtigen, wir können, naja, welches Koordinatensystem habe ich heute benutzt? Ich kann das ja mal x nennen, das hier y und z wäre nach unten. Wenn ich sage, zum Beispiel das, was ich hier gezeichnet habe, ich habe jetzt alles durcheinander gemacht. Ich zeichne mal m mal anders, damit wir zumindest dieselbe Situation hier darstellen. Dieses M ist ein M um die Y-Achse. Ich nenne es auch dementsprechend MY. Ich hätte hier dann eine Abweichung, eine Exzentrizität von R. Also damit wir hier Gleichgewicht bekommen, sollte dann R nicht einfach da mittig angreifen, sondern ein bisschen mehr in die X-Richtung. Ja, aufpassen, die Y-Richtung kommt gerade zu uns. Die X-Richtung ist die hier. Die Y-Richtung kommt zu uns, Z geht nach unten. Damit wir Gleichgewicht haben mit diesem MY, ich hätte MY auch hier ein bisschen anders zeichnen können. Es gibt eine bessere Weise, das zu zeichnen, die eindeutig zeigt, dass wir eine Drehung um die Y-Achse haben. Es ist das hier, dieser Doppelfall. Ich glaube, ich habe es mehrmals schon auf dem Kanal erklärt, was dieser Doppelfall hier bedeutet. Ich kann es hier dann anwenden. Das ist dieser MY. Also hier sieht man, dass R dann eine Exzentrizität in die X-Richtung haben muss. Also R muss versetzt werden. Also es ist nicht in die positive X-Richtung, aber ich meine, entlang der X-Achse muss R versetzt werden. Man könnte ein anderes Moment hinzufügen, ein Moment um die X-Achse diesmal, und dann hätte R zusätzlich eine andere Exzentrizität in die Y-Richtung, damit wir Gleichgewicht haben. So, ja, und dann käme dann noch eine andere Problematik, wo man überprüft, wo liegt überhaupt diese resultierende? Liegt sie in der ersten Kernfläche oder in der zweiten Kernfläche? Wobei man noch eine Unterscheidung durch zwischen Belastungen alleine stehen lassen und dann Belastungen mit ständigen und veränderlichen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn dieses Thema mit Gaffenden, Fugen und solche Sachen, das ist ein anderes Thema. Es ist eigentlich eine Untersuchung, die auch durchgeführt werden muss. Es ist eine Untersuchung, die unter anderem auch zum vereinfachten Nachweis gehört. Also es gibt gewisse Voraussetzungen, die das Anwenden des vereinfachten Nachweis ermöglichen, und das gehört dazu, dieser Nachweis mit dem klaffenden Fugen und so. Das ist heute ein anderes Thema. Ich wollte hier nur von diesen Exzentrizitäten halt erklären. Und was sind dann A und Asrich und Besrich hier? Sagen wir mal, die gesamte Länge hier wäre Asrich gewesen und die gesamte Breite hier ist B. Wenn ich dann hier herausfinden würde, dass ich eine gewisse Exzentrizität
in X-Richtung braucht. Diese X-Richtung hier ist grundsätzlich parallel zu meiner B-Seite. Dann wäre mein B' B minus 2 mal x. Was ist die Idee? Man sagt, okay, die Eckkraft muss jetzt seitlich angreifen, also muss nicht mehr mittig angreifen, sondern hier. Und wir definieren dann aus der neuen Position der resultierenden eine rechteckförmige Figur. So dass wir gucken, welcher Abstand gibt es überhaupt noch zum Rand, und wir nehmen dann denselben Abstand nach innen. Okay, und wir bleiben mit dieser Figur hier. Was da übrig bleibt, was hier weggenommen wurde, ist 2 mal x. Das dürft ihr ruhig noch nachweisen. In der Norm sollte es eigentlich schöne Bilder dazu geben, glaube ich, oder im Schneiderbautabellen, die eigentlich gut zeigen, wie Asterisch, Bisrich und alles dann definiert wurde. Ne? Also prinzipiell hat man von unseren Situationen hier sagen wir mal, das war die ursprüngliche Situation und er wäre hier in der Mitte gewesen. Das ist jetzt gerade eine Draufsicht, das ich zeichne. Und wegen des Momentes MY muss er eine gewisse Abweichung, Exzentrizität in X-Richtung erfahren. Und er muss jetzt hier bewegen, also von unten nach oben. Das hier sollte jetzt die Lage von er sein. Man könnte auch eine weitere Exzentrizität in Y-Richtung haben. Jetzt habe ich nur die hier in X-Richtung. In X-Richtung, genau. Und wir würden dann gucken, okay, wir zeichnen eine neue Fläche, sodass dieser Punkt jetzt das Zentrum dieser neuen Fläche ist. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass ich diesen Abstand hier mal nehme. Ich müsste noch bestimmen, wie groß er ist. Ich nehme denselben nach rechts, also nach innen, das ist, was ich vor eben meinte. Und wenn wir keine weitere Exzentrizität in die Y-Richtung haben, das heißt, das würde bedeuten, dass ich hier denselben Abstand habe wie hier, dass die hier gleich sind, das heißt, dort habe ich nichts mehr zu tun und meine neue Fläche wäre, also es muss nicht so, als ob ich bis zur Mitte komme, ne? Versteht mich bitte nicht falsch. Es kann ruhig sowas sein. In dem Hinsicht, dass dieser Punkt hier mittig liegt. Diese neue Lage von der. Also der Abstand sollte gleich im anderen sein. Okay, gut. Und jetzt können wir, naja, wenn ihr wollt, ich wollte eigentlich nicht so tief gehen in den Herleitungen. Wenn ihr wollt, können wir beweisen, was ich hier geschrieben habe. Ich glaube, ich habe es schon geschrieben. Das Bisrich gleich B minus 2x. Also wir wollen jetzt, Bisrich wäre jetzt diese Länge, ja. Gucken wir mal. Welche Exzentrizität haben wir gehabt? Wir haben hier eine Exzentrizität Ex gehabt. Okay. Ex haben wir da genommen. Das heißt, diese Länge hier ist vorher, also sie ist vorher b halbe gewesen. Jetzt haben wir aber ex davon weggenommen. Ex. Also was hier übrig bleibt, zwischen der neuen Lage von r und dem linken Hand, also ganz links, ist b halbe minus ex. Und wenn wir jetzt dieselbe Länge, also das hier ist b halbe minus dx. Und auf der anderen Seite, was will ich haben? Ich will dasselbe haben. Das heißt, ich habe hier rechts auch b halbe minus dx. Und was ist dann die Summe? Bis richtig hier, die Summe ist dann was? 2 mal b halbe minus dx. Das heißt, 2 mal b durch 2 minus 2 dx. Also b minus 2 dx. So.
Das ist ein kleiner Lack, weil ich nicht mal hier durchschauen wollte. Es geht da schon zu tief im Detail. Also, all diese Kleinigkeiten kann man beweisen. Bis auf andere Formen, die ich jetzt noch nicht mal geschrieben habe und die ich eigentlich vorhabe, nachzuweisen. Die frage ich jetzt nicht, ob ich jetzt hier dastehen werde. Das ist eine andere Frage, das werde ich definitiv für mich selbst nachweisen. So, also, bis Richt ist B-2x analog, als Richt wäre A-2EY in die entsprechende Richtung. Das ist was als Richt und bis Richt sind. Gamma 2 ist die Dichte unterhalb der Fundament und der Kante vorausgesetzt, dass wir einen homogenen Boden haben. Wenn nicht, dann die Mittelung ist durchzuführen nach 10, 40, 17. Bis Richt, schon bekannt. NB hier ist dann ein Beispiel, schon gesagt, es ist einheitslos und es hat dann mit diesem unteren Boden zu tun. Also hat dann mit das, was unterhalb der Fundament und der Kante passiert zu tun. Wir werden noch gucken, wie genau NB bestimmt wird. Gamma 1 ist die Dichte oberhalb der Fundament und der Kante. D ist die, wie heißt es noch? Einbringtiefe. Was ist das Wort überhaupt? Bla 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 Tiefe. D ist dieser Abstand hier. Also wie tief liegt das Fundament in den Boden ein? Moment. Ich habe das Gefühl, ich muss was anderes noch sagen. Ja, ich sag's vielleicht ein anderes Mal. Anyway, es ist die Eindringtiefe, genau, Eindringtiefe heißt es. Nicht Eindringtiefe, Eindringtiefe, also Eindringtiefe. Ist die hier, genau. Gamma 1 ist die Dichte des Bodens, also genau in dem Bereich hier, Gamma 1 ist die entsprechende Dichte, also alles klar an der Stelle. ND ist analog zu NB, hat aber mit diesem Boden oberhalb der Fundament und der Kante zu tun. Also ihr seht hier schon, wir haben gesagt, beim Versagen wird diese Erde hier probieren, nach oben zu gehen. Das heißt, wenn wir oberhalb der Fundament und der Kante, jetzt Fundament und der Kante, wenn wir oberhalb des Fundament und der Kante noch Boden haben, dieser Boden hier wiegt, also übt Kräften da, und wir auflasten auf diesen Erdkörper, auf diese Erdmenge, die sich nach oben bewegen will. Also so, das hier wiegt günstig. Dieser Boden hier oberhalb der Fundament und der Kante wiegt günstig. Also es ist ein der Gründe, warum man eigentlich da einigermaßen also in den Boden reingehen muss für das Fundament. Also andere Gründe haben mit Frostsicherheit zu tun, die 0,8 Meter und so. Aber das ist auch ein Grund. Ja, diese Erde gerieft gegen Grundbruch. So. Und ihr seht hier, alles, was da im Spiel kommt, erhöht dann den Widerstand. Also die Werte hier können größer oder kleiner werden. Es gibt da noch viele Parameter, die ins Spiel kommen, also vier grundsätzlich. Naja, eigentlich fünf, ein Grundbeiwert und dann vier andere, die ins Spiel kommen. Aber ich wollte nur sagen, ihr merkt, wenn wir hier keinen Boden haben, oberhalb der Bauchumsohle, das heißt, D ist Null, also das hier fällt weg. Ja, also wir hätten aus dem Widerstand einfach einen Anteil weggenommen. Die Werte hier können nicht negativ sein. Die Einträge hier, die können nicht negativ sein. Ich hoffe, ich erzähle da keinen Quatsch. Ich will schon sagen, ja, ich glaube. Nee, ich glaube, sie können nicht negativ sein. Okay? Naja, also wir werden Grundwerte haben. Die Grundwerte können größer, also erhöht oder vermindert werden, aber sie können nicht im negativen Bereich landen. Also wenn wir kein D haben, das würde bedeuten, dass wir eigentlich den Widerstand hier, den charakteristischen Widerstand zumindest schon reduziert haben. Ja?
Der Umgang zum Bewegungswiderstand später ist ganz leicht. Ne? Es ist ein klassischer Widerstand durch ein Gamma E, R ist es, glaube ich, für den R-Widerstand. Ne? 1,4 sollte es sein, glaube ich, im ständigen Zustand. Wir messen sich das am permanent zumindest. So, alles klar, so viel dazu. C ist die Kohäsion, sie braucht keine Introduktion mehr. NC ist ein Beiwert wie NB und ND hier. Also die werden wir jetzt mal kennenlernen. Also NB, ND und NC haben alle drei die folgende Form. Man hat dann, ich fange mal an mit ND. Der ist sehr oft sehr wichtig. Man fängt da mit einem ND. Also, sorry. ND ist ein ND 0. Das ist ein Grundbeiwert sozusagen. In der Norm könnten wir vielleicht noch ein anderes Mal gucken, wie es genau heißt. Und dann kommen andere Beiwerte im Spiel. Nicht so, als ob ich in der Reihenfolge, wie ich die jetzt schalten werde. Ne? Es kommt ein Lambda D im Spiel, ein I D im Spiel, ein Xi D im Spiel und was fehlt? Was fehlt? Ist es Delta? Nee, Delta spielt alles. So, also I hier hat mit der Last zu tun. Also wie ist die Last, wie geneigt ist sie und alles. Lambda hat mit dem Gelände zu tun. Xi hier hat mit der Sollneigung zu tun. Es fehlt noch ein Geneigt, es fehlt ein Nü. Nü hier hat mit der Form des Fundamentes zu tun. Das ist ein, ich sage dann direkt Formbeiwert. Hier sage ich Sollneigungsbeiwert. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie genauso heißen, werden wir noch gucken. Ich nenne das einfach Last. Ich nenne es Lastneigung bei Welt. Lastneigung bei Welt. Und Lambda ist Geländeneigung bei Welt. Sag ich mal so, ich sage nicht, dass sie offiziell so heißen. Geländeneigung bei Welt. So. Und alle anderen haben dieselben Formen. Also D hier ist einfach der Hinweis, ja, es handelt sich jetzt gerade um ND. Und bei dem anderen analog, bei NB, gibt es dann MB0, ein Grundwert, dann im Lambda B, ein I B, ein Xi B und ein Nü B. Okay, und bei C, naja, selbe Geschichte, wie schon gesagt. Jetzt für diese Werte hier gibt es dann Tabellen. Auf diese Tabellen werde ich jetzt gerade nicht eingehen. Ich zeige aber jetzt, bevor wir das Video zum Ende bringen, wie diese Lambda-Werte oder I-Werte, wie die Vorzeichen definiert sind, falls es Vorzeichen gibt. Ich glaube, wir haben schon von einem Delta gesprochen heute. Wir haben von einem Delta gesprochen, wir haben von einem Omega gesprochen. Sie hatten alle mit der Neigung der Last zu tun. Also sie kommen hier im I rein. Von Lambda haben wir nicht gesprochen. Also kommen wir mal hier oben und reden wir mal kurz von Lambda. Was ich hier gezeichnet habe, ist mit einem horizontalen Gelände. Ich kann dann eine andere Situation darstellen, wo das Gelände zum Beispiel, weiß ich, nochmal so ist. Ah, Moment. Moment, Moment. Es gibt zwei Sachen. Es gibt die Sollneigung und es gibt das Gelände. Okay, die Sollneigung ist bei Xi. Okay, alles klar. Gut. Also, es gibt eine Sollneigung. Die Sollneigung ist, ich glaube, das haben wir schon angesprochen. Es war aber mit Delta. Okay. Also analog zu Delta, die Sollneigung ist eher positiv gezählt, wenn
Ich zeichne es doch erneut. Die Sollneigung. Also jetzt gerade habe ich eine Sollneigung. Ich habe da eine Neigung. Ich glaube, sie wird also in den Normen genannt. Und ich habe selbst in dieser komischen Lage hier, da habe ich noch die Wahl. Ich könnte sagen, ich untersuche gerade die Bewegung hier. Oder ich könnte sagen, ich untersuche eigentlich gerade die Bewegung, ja. So, okay. Und analog zu den Erklärungen, die wir mit Delta durchgeführt haben, die Sollneigung hier wird positiv gezählt dann, wenn sie dazu führt, ich sag mal so, dass diese Dreieck hier schon in die Richtung zeigt des untersuchten Bodenbewegungs. Also ich sag mal, so eine Neigung von Alpha, wie jetzt gerade gezeichnet, führt dazu, dass der Boden eigentlich dazu neigt, diese Bewegung hier zu erfahren. Und das ist gerade ein positiven Alpha-Wert für diese Untersuchung hier. Für die andere Untersuchung in die andere Richtung ist derselbe Alpha-Wert, für diese andere Richtung hier, ist dieser selbe Alpha-Wert eigentlich negativ. Also, für die Untersuchung ist es positiv. Für das andere ist es negativ. Okay. Also mit derselben Logik. Ich lasse es vielleicht doch. So, das ist, was die Sonnenneigung angeht, weil bei diesem Xi hier. Sorry, Sollneigung, doch Xi, also dem Xi, würde dieser Alpha dann ins Spiel kommen. Also es gibt Tabellen, wo Alpha dann ins Spiel kommt. Noch etwas, was muss ich da noch sagen? Lambda hat mit der Gelände zu tun, genau, das sollte ich dann auch erklären. Die Geländeneigung hat mit Beta zu tun, das kennen wir eigentlich schon aus Büschels, Brüche und so. Oder, ja, genau. Dort wird Beta auch benutzt für die Geländeneigung. Und jetzt, je nachdem, wie Beta dann gerichtet ist, also ob das Gelände dann, ich sag mal, je nachdem, ob das Gelände dann, naja, es kann nur nach oben oder nach unten gehen. Wenn man es so sagt, fehlt es nicht so viel. Aber gut, ich zeige es jetzt mal hier. So, ich zeige es mal. Ich warte nicht da, ob ich vielleicht nicht direkt in die Norm gehen sollte. Also, ich glaube, ihr könnt mal hier, also man kann sich das Ganze eigentlich auch intuitiv vorstellen, was es bedeutet. Stellt euch mal vor, was wir jetzt gerade untersuchen, ist, dass wir sagen, von dem Block hier. Und wir haben vorhin schon darauf hingewiesen, dass die Erde, die hier oben steht, rilft. Das heißt, wenn wir weniger Erde haben, in dem Fall mit diesem Beta, mit diesem im Uhrzeigersinn gerichteten Beta, dann wird unser Widerstand kleiner, als wenn wir mehr Erde haben. Weil wenn wir da mehr Erde haben, dann wiegt dieses Gewicht entgegen der Bewegung der Erde in die Richtung und wir haben dann dadurch einen größeren Widerstand gegen Grundbruch. So kann man direkt sehen, welche Beta-Welt, die dann als positiv gezählt, beziehungsweise welcher Beta-Wert führt dann zu höheren Widerstände und welcher Beta-Wert zu kleineren Widerständen. Gut, ich glaube, ich gehen wir mal im Schneider. Gehen wir mal kurz im Schneider und das wäre es dann eigentlich auch. Dann mache ich das dann schon konkreter. Und schauen wir die.
Welt und da zu sagen. Und natürlich schon offen. Technik. So. So, okay. Okay, ja, mal. Was ist da? Okay, da ist was bei Werte, habe ich mal erwähnt. Also Gamma RE hier würden wir brauchen. Also in der Bemessungssituation permanent werden wir diesen berechneten RN. Normal einfach. Also normal ist es der Widerstand dann gegen diese normal Kraft, also Kraft, die normal zur Sollfläche wiegt. 1,4 das in BSP, 1,3 in BSD, 1,2 in BSA. Gut. Weiter. Was ich geöffnet habe, also vor mir auf dem Tisch, das war Schneider, das war die 25. Auflage, was ich hier offen habe, als PDF. Damit ihr das auch anschauen könnt, ist die 20. Auflage. Ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Flachgründungen, vereinfachter Nachweis des Solldrucks in Regenfällen und dann tausende Bedingungen. Es gibt immer tausende Bedingungen für vereinfachte Nachweise. Und das noch mit den Sollpressungen, die klaffende Vogelgeschichte. Das hier ist pure Mechanik. Also mit Mechanik 2 kann man alle diese Formeln hier nachweisen. Ne? Machen wir vielleicht irgendwann mal. Oder wir können einfach probieren, das allein zu machen. Es ist alles nachweisbar. Es ist nicht empirisch ermittelt oder so. So, genau. Ups, genau. Da sind wir schon. Die Norm wird sogar noch erwähnt. Zur Zeit, das sind 6 und es ist immer noch die Norm. Dafür TK hier, den Anteil NK normal. Koka haben sie die Kraft genannt. Okay. EB hier die Exzentrizität. Also in dem Fall haben sie es so gemacht, dass das Moment, falls es da einen Moment gab, dass das meist schon durch die Exzentrizität dann entsprechend abgebildet hat. So, und wenn die Last dann geneigt ist, dann kann das Dreieck auch entsprechend dann geneigt sein. Was ihr hier dann seht, ist B'. Die Exzentrizität wurde schon berücksichtigt und die Fläche da, beziehungsweise die Grundfläche baut sich dann mit Bissrich auf. Gamma 1 dann die Wichte des Bodens oberhalb der Bauchhohmsohle. Gamma 2 die Wichte unterhalb. Hier wird angenommen, dass der Boden unterhalb homogen ist. Es darf derselbe Boden sein. Falls wir hier mehrere Schichten haben, dann sagt dieselbe Norm hier, ja, Abweichungen des Reibungswinkels der jeweiligen Schichten von arithmetischen Mittelwert sollte 5 nicht überschreiten. Wenn es der Fall ist, dann sagt die Norm nichts dazu und dann muss man sich das Ganze selbst überlegen. Hier noch die kleinen Beweise, die wir selbst noch durchgeführt haben. So, hier steht auch kein Beweis. Und genau, es ist ein bisschen anders hier dargestellt. Aber RNK ist, was ich dann geschrieben habe. Was ist RNK? Es ist A' mal Sigma GK. Sigma GK ist der ganze Block hier. Und was ist Sigma G? Was ist A', sorry? A' sollte klein A' mal bis' sein. Ist auch noch, steht definitiv irgendwo. Genau, groß A' ist klein A' mal bis'. Also wenn wir diesen ganzen Block mit klein A' mal bis' dann vorne schreiben würde, klein A' mal bis', dann die riesige Klammer, dann hätte man genau, was ich schon gezeigt hatte. Ich hatte A' mal bis' ganz vorne geschrieben, dann habe ich Klammer aufgemacht, okay. Dann NBO mal μ b mal IB mal Lambda b mal Xi b hatte ich erstmal einfach als NB geschrieben. So steht es prinzipiell eigentlich auch in der DIN 4017, dass wir damit es ein bisschen kompakter aussieht. Ich habe es erstmal NB genannt und es ist nicht, ich habe es nicht herausgefunden. So steht es auch in der DIN 4017. Und das hier als ND und das hier als NC.
Und dann habe ich noch erklärt, dass diese NB, ND und NC haben grundsätzlich dieselbe Form. Es gibt einen Grundbeiwert, NB0, ND0, NC0. Und dann diese andere Beiwerte, Lambda für die Form des Fundamentes, I für die Neigung der eingreifenden Kraft. Sorry, Nü hätte ich ja sagen müssen, ich habe Lambda gesagt. Nü für die Form des Fundamentes, I bzw. Iota für die Neigung der Last, Lambda hier für die Neigung des Geländes und Xi für die Neigung der Fundamentsohle. Ja, und dasselbe bei allen anderen. Also das sind aber nicht dieselben Werte. Also für IB hat man andere Formeln als für ID und als für IC. Noch etwas, in der gesamten Berechnung, in den gesamten Berechnungen hier gibt es klare Unterscheidungen. Ich gucke vielleicht mal, ob ihr das hier auch im Schneider seht. Es gibt klare Unterscheidungen, ob der Boden überhaupt eine Kohäsion hat. Oder, nee, Kohäsion ist nicht das Entscheidendste, ob der Boden überhaupt einen Heilungswinkel hat oder nicht. Also man kann auch eine Berechnung durchführen, bei Phi gleich 0. Naja, ja, also hier ist es tabellarisch einfach gegeben, haben Sie die Formel aufgeschrieben? Ja, doch, genau, hier sieht man die Formel für diese, wie habe ich diese, genau. Was? Grundbeiwerte. Wie habe ich die genannt? Jetzt weiß ich selbst nicht, wie ich die genannt habe. Ich glaube, ich habe die Grundbeiwerte genannt oder so. Anyway, hier sind die Formeln dafür. Sie hängen dann von Heilungsbeiwert. Und ihr seht, wenn Phi 0 wäre, dann hätten wir NB0 gleich ND0 minus 1. Ihr seht, selbst wenn wir kein D hätten, selbst wenn wir keinen Boden oberhalb der Fundament und der Kante hätten, bin so weit nach hinten gegangen. Ja, selbst wenn wir hier keinen Boden oberhalb der Fundament und der Kante hätten, was eigentlich nicht erlaubt ist, zumindest nicht in Europa wegen Frost und so, und was wir im Allgemeinen auch nicht empfehlen würden, weil wir nehmen den Widerstand hier, wir erniedrigen den Widerstand. Aber ich sag's nur, selbst wenn D 0 wäre, brauchen wir, um NB0 zu berechnen. NB hat nichts mit D zu tun. NB hat schon mit dem Boden unterhalb der Fundament und der Kante zu tun. Aber um das zu berechnen, braucht man trotzdem ND0. Okay? Also diese ND0 hier ist trotzdem zu berechnen. Es hat nichts mit D zu tun, weil D wäre nur ein Norden. Ihr wisst, das hier ist sowieso zu berechnen. ND0. Okay? Also selbst bei Phi gleich 0 hat man ND0 von 1, selbst bei Phi gleich 0 hat man ein NC0 von 5,1. Moment, war es nicht 5,4 oder so? Ich guck mal schnell hier in meine 25. Lage, Auflage. Ich habe ein Komma 4 irgendwo im Kopf, vielleicht nicht an der Stelle. Vielleicht ist es woanders. So. Okay, dieselbe Tabelle steht hier in der 25. Auflage mit 5,1. Naja, vielleicht ist es dann 0,1. Okay, anyway. Genau, das würde ich hier sagen. ND0 ist sowieso berechnet. Also hier, daher kommen die Grundwerte und die anderen Werte, Lambda, Xi, Nü, Iota, haben eigentlich Tabellen mit Formeln. Genau, hier ist Lambda. Hier sieht ihr noch, wie Omega definiert ist. Es wird hier nicht explizit gesagt, dass diese Achse hier die Längsachse des Fundamentes ist. Also es wird ja nicht, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es doch explizit gesagt. Ich hoffe. Anyway, falls nicht, hab ich schon gesagt. Dann wissen wir jetzt. Xi hatte mit der Sollneigung zu tun. Genau, die Sollneigung Alpha wird hier definiert. Da sieht ihr dann, wann Alpha positiv ist und wann nicht. Das ist definitiv ein positives Alpha, was hier geneigt wird, wenn man die Form hier untersucht. Da seht ihr auch. Ja, da seht ihr auch, wie es ist. Das mit Beta, was haben Sie dazu gesagt? Haben Sie was Besonderes
Spezielles zum Beta gesagt, habe ich nicht das Gefühl. Naja, Sonderfall bei horizontal gelangen bei verschiedenen Vorsätzen für die Anwendbarkeit von bla bla. Beta kleine Ficker, ja. Naja, so ausführlich über Beta sind sie nicht gewesen. Kein Problem. Was noch? Delta hatten wir schon behandelt. Nö, Jota, ja, alles gut da. Gut, ich glaube, genau, also genau, ja, das, was ich noch erwähnt habe. Ne? Es gibt da ein wichtiger Aspekt, ist Fika 0 oder nicht. Ne? Wenn Fika 0 ist, dann gibt es gewisse Formeln. Wenn Fika nicht 0 ist, dann gibt es andere. Ne? Wenn Phi 0 ist, dann rechnet man definitiv noch mit einer Kohäsion. Es könnte rein hypothetisch ein Fall sein mit einer untrainierten Kohäsion, so eine Berechnung mit untrainierten Kohäsionen. So. Also wir hätten ein Phi0 und ein CUK vorhanden. Ja? Also das Problem ist nicht C, das wollte ich einfach explizit sagen. Also wenn sobald Phi ungleich 0 ist, dann benutzt man die Formel hier, selbst wenn C vorhanden ist. Aber sobald Phi 0 ist, dann landet man hier. Und diese Situation ist eigentlich so gut wie überall vorhanden. Also bei I hier, bei I anscheinend nicht. I hat nur mit der Last zu tun. Da interessiert die Kohäsion nicht direkt. Nö hier hat aber schon mit der Form des Fundamentes alles zu tun. Also spielt da schon eine Rolle. Hier, wie ist es? Hier auch. Es gibt eine gewisse Formel für Phi 0. Ja, wenn Phi 0 ist, dann gibt es gewisse Formel. Sonst gibt es andere. Okay. Und hier noch bei Lambda, es gibt gewisse Situationen, wenn Phi 0 ist, sonst gibt es andere Situationen. Okay. Genau, also das wollte ich gesagt haben. In einem anderen Video werde ich vielleicht ich sehe sogar hier ein Beispiel. Ja, nein. Ah, nee, das hier ist, genau, ich habe von Durchstanzen gesprochen, gell? Das hier hat mit Durchstanzen zu tun. Haben Sie explizit geschrieben, dass es Durchstanzen ist? Vielleicht hieß es noch nicht Durchstanzen damals. Nee, doch, doch, es ist dieselbe Norm. Also, das ist Durchstanzen, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich es nicht. Ja, genau. Des Durchstanzens. Okay? Durchstanzen in der Cube-Technik. Okay. Ja, ich glaube, das war ausführlich genug erstmal für die Theorie rund um dieses Thema. Wir haben uns ein paar Videos da angeschaut und so. Sonst noch nur noch empfehlen, da wirklich manchmal einfach auf YouTube zu gehen und gewissen Themen recherchieren. Also YouTube oder irgendwo anders im Internet. Ne? Genau, da gibt es interessante Sachen, die man sich anschauen kann. Ich weiß, es ist immer hilfreich, wenn man das Ganze ein bisschen visualisiert. Ne? Wenn man das Ganze ein bisschen visualisiert, ist das gut. Genau. Ich bedanke mich dann für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr Fragen habt, dürft ihr sie ruhig in den Kommentaren schreiben, wenn ihr eine Mail schreiben, was auch immer ihr lieber habt. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ne?